Der Tauchgasometer im Landschaftspark Duisburg-Nord. Nach eigenen Angaben Europas größtes Indoor-Tauchgebiet. Ende der 1990er Jahre haben ein paar ambitionierte Taucher dieses alte Industriedenkmal für Taucher erschlossen. Im Laufe der Jahre sind auf dem Grund viele Attraktionen versenkt worden. Unmittelbar am Einstieg stoßen wir auf ein Schiffswrack. Als erstes wenden wir uns nach rechts. Nach dem Schiffswrack stoßen wir auf das 13 Meter lange Rumpfstück einer französischen Turboprop-Maschine, der ATR 42-300. Diese wurde im Januar 2016 hier versenkt. Mittlerweile eine Seltenheit geworden, im Gasometer aber immer noch zu finden. Der Briefkasten. Und auch eine kleine Cessna hat ihren Weg in den Gasometer gefunden. Zurück an der Deko-Plattform beenden wir unseren ersten Tauchgang. Bei unserem zweiten Tauchgang wenden wir uns nach links. Wie man deutlich erkennen kann, wird mit zunehmender Zahl der Taucher leider die Sicht auch schlechter und immer mehr Flocken sind im Wasser zu sehen. Natürlich gehört auch ein Trabi zu den Exponaten. Und folgerichtig muss der Fluchtweg gekennzeichnet werden. Unverkennbar, wir sind im Ruhrgebiet. Zurück am Wrack haben wir auch diese Runde beendet. Der Gasometer hat einen Durchmesser von 45 Meter und eine Wassertiefe von 13 Metern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich über einen Daumen nach oben.